Hi, wir sind Walle und Farina von Bayer Leverkusen 2. Wir tippen heute für Rheinkick TV den 23. Spieltag für die Frauenregionalliga West. Genau, und da würde ich gerne einfach mal fragen, Valentina, was tippst du denn bei Bayer Leverkusen 2 gegen Vorwärts Spoho? Naja, da bin ich jetzt etwas parteiisch, da ich ja da spiele. Ich würde tippen 2-1 für Bayer. Das klingt sehr gut in meinen Ohren. Ich würde das Gleiche genauso unterschreiben auch. Wie sieht es denn aus mit Fortuna Köln gegen Sportfreunde Siegen? Oh, ich denke, das ist ein sehr interessantes Spiel, aber ich glaube, dass Fortuna da mit 2-1 überlegen wird. Ja, was auch gut für unsere Tabellensituation wäre persönlich, ja. Genau. Und was denkst du, Essen-Schönebeck gegen VfL Bochum? Ich meine, die Bochumer, wir haben die gesehen, genau, ist ein interessantes Spiel. Was denkst du? Beide Mannschaften sehr, sehr stark und boah, da würde ich 2-2 tippen. Ich glaube, das ist ein Ausgleich. Okay, und wie sieht's aus mit Arminia Bielefeld? Die haben sich ja diese Saison ziemlich verstärkt. Gegen Budberg, die momentan Tabellenletzten. Was schätzt du da? Da würde ich ein glattes 5-0 schätzen. 5-0, da hast du tief in die Tasche gegriffen. Ja, da kriege ich einen Kasten Bier, wenn das daneben geht. Dann hätten wir noch die Partie MSV Duisburg 2 gegen Moers. Oh, das ist auch ein schönes Spiel. Da würde ich 3-1 für Duisburg tippen. Ja, 3-1 für Duisburg. Machen werden. Ja, ist auch ganz gut in meinen Ohren. Ich hätte dann noch Solingen gegen den ersten FC Köln 2. Da wir ja heute selbst gegen Köln gespielt haben und wissen, wie die spielen, würde ich da schon auf 1-0 Köln tippen. Aber wir hoffen natürlich, dass Solingen verliert und Köln gewinnt. Ja, genau. Ich denke, 1-0 ist da schon ganz gut, weil die Solinger, die sind da auch schon sehr, die machen da viel Druck. Mhm. Ich denke, das ist sehr, sehr schwierig. Ja, und jetzt noch die letzte Partie des Spieltags. Warendorfer SU gegen Borussia Bocholt. Warendorf gegen Borussia Bocholt, oh ja. Oh. Ja, da würde ich ganz klar auf Bocholt tippen. Ich denke 1-0, ja, 1-0 für Bocholt. Ah, aber Bocholt spielt auswärts, ne? Da sind die nicht so stark. Die spielen in Warendorf, aber das könnte ein 1-2-0 werden für Bocholt. Ja. Genau. Gut, wir wünschen euch viel Spaß. Viel Glück. Tschüss.